auch ein Mini-1-Minuten-Video gemacht. Fragen, fragt Fragen, ist gut. Also ich lerne was, ihr lernt durchs Formulieren der Frage oder hoffentlich durch die Antwort auch was. Also selbst die Annahme von einer Antwort, auch das ist lehrreich. Ne? Jetzt Pipa in unserer Tai-Chi-Form. Nicht so lang. Ich glaube, ich habe heute mehr Lust, da diese Entspannungsschnappschüsse weiterzuentwickeln. Machen wir zusammen. Pipa spielen. Wie gesagt, die sind ja auch auf YouTube zum Nachschauen. Der letzte Kniestreifen. Da haben wir es schon drin entspannt. Das haben wir als Yoga-Asanas gemacht. Ich finde den auch ziemlich gut. Also es gibt ein paar Abwandlungen hiervon, auch im Qigong. Also quasi wie der Bogenschütze, also halt dieser Schritt und verschiedene Handstellungen und dann eben darin zu entspannen. Ihr merkt auch, wenn ihr die jetzt bezogen auf Yoga und Qigong verschiedene Armpositionen, Oberkörperbewegungsmuster habt, dann merkt ihr, dass das immer wieder anderen Einfluss hat. Also deswegen ist es ganz lehrreich, das in die Richtung zu entwickeln. Also nicht nur einfach straight 24er Tai Chi Form müssen wir auswendig lernen, fertig, nächste sowieso nicht, sondern wirklich diesen Raum zu erweitern, ne, wo das sonst noch zu passt. Der halbe Schritt, ungeheuer wichtig, also dieses Weichwerden mit der einen Seite, das hatten wir schon. Das ist jetzt ziemlich komplex, die Hüfte dreht zum rechten Bein, der Oberkörper bleibt ziemlich weit lange in die Richtung und jetzt habe ich auch die Kreise verkehrt gemacht. Also nicht verkehrt, nicht hundertprozentig richtig, machen wir sowieso nicht hundertprozentig. Aber in dieser Endposition, ich drehe mich mal nochmal, also mit dem A, Hacken links aufgestellt und die Hüfte aber zur Seite, ne, um keine Verdrehung in dem Standbeinknie zu haben. Oberkörper trotzdem nach vorne ausgerichtet. Schultern locker, trotzdem ein bisschen Luft unter den Achseln. Finger locker. Ja, ich glaube, dass also diese hier drin immer zu entspannen, das ist der große Unterschied. Zumindest auf meinem Weg. Ja. Für mich macht das mehr Sinn, als jetzt diesen Zyklus zu betonen, von ich muss anspannen, um mich wieder entspannen zu können. Es ist klar, um meine Knochen, Sehnen und meinen Körper überhaupt in dieser Form hier zu halten, brauchen bestimmte Muskeln wohl eine Anspannung. Ja. Aber ich achte lieber darauf, welche brauche ich nicht. Also Richtung Faulheit. Das hat mir in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt, ja, am meisten gebracht. Dieses Achten darauf, kann ich mir das noch einfacher machen, mich noch mehr entspannen. Weil wenn ihr darin entspannt, entsteht dann eben wie vorher auch euer inneres Lächeln. Ist klar, wenn ihr diese Form mit einem inneren Lächeln verbunden habt und diese Form mit einem inneren Lächeln, ja, den halben Schritt kann man auch als Schnappschuss nehmen. Also Gewicht ist vorne links, Schultern sind locker, Hände hängen ein bisschen. Der rechte Fuß ist schon nachgekommen, aber ist frei, ohne großes Gewicht. Der hält nur so ein bisschen.
auch darin zu entspannen, ist viel Belastung im Knie. Das heißt also hier jetzt das Lot zu finden ist gut, Schultern, auch darin das innere Lächeln. Und jetzt versuche ich mal gleichmäßig, ja, beide Hände gehen aneinander in Halbbogen vorbei und wenn sie zum A kommen, stellt sich der Haken auf. Da lohnt sich leider nicht so sehr vorher noch ein eigener Schnappschuss, weil das ist das, die Bewegung. Also, wir haben zwei Schnappschüsse, in denen man entspannen kann. Den kennen wir schon, der ist null, also der ist der vierte vom Kniestreifen, den kennen wir also schon. Kennen wir schon, nee, müssen auch das lernen. Und dann halber Schritt vorne ankommen, das lohnt sich als Schnappschuss. Darin entspannen. Ist auch noch komplett vorne ausgerichtet, weil ist klar, Gewicht ist vorne links. Fuß zeigt weitestgehend nach vorne, das heißt also auch die Hüfte ist nach vorne und der Oberkörper auch, ihr seid noch nicht vertwistet. Okay, also dem entspannen, das wäre gut für heute sich zu merken. Hände sind nicht so wichtig, die können so in ungefähr zusammenkommen, also so auf einer Ebene sein. Erinnert euch ans letzte Mal, an diese Scheibengeschichte. Kreise und dann diese komplexe Bewegung, da machen wir noch ein bisschen mehr mit die nächsten Wochen, aber hier entspannen, also nur zwei Schnappschüsse, einmal der halbe Schritt und das hier, das ist für heute alles. Die beiden Schnappschüsse sind wirklich gut. Ja, okay, noch einmal, von der Seite ein bisschen, ja. Vorne ankommen. Bewegt euch auch leichter drin. Ihr müsst nicht versuchen, ganz steif alles zu entspannen, aber bewegt euch. Das ist auch das Ausrichten und so. Und dann die Bewegung, das machen wir wie gesagt. Hüfte nach rechts, rechtes Standbein, Hacken aufgestellt, Fuß nach oben und dann hier drin entspannen. Danke für diese Session, für unser gemeinsames über Streaming verbundenes Sein. Finde ich nett. Und ich hoffe, es gefällt euch und ihr merkt, dass es euch besser geht. Bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen bis dahin. Wie immer, entwickelt euer inneres Lächeln. Macht diese Atemübung, die hilft. Wirklich. Auf dem Weg.